Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Mit mir, dem Herrn Gleich. Ich spreche jetzt mal diese Grillkampf-Herausforderung hier vorne ab und wir gehen gleich rüber in den Winterclash. Machen hier mal ganz normal weiter. Schauen mal, wie es jetzt auch aktuell dann aussehen wird. Auf los, geht's los. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann doch nochmal ganz kurz reinschauen, dass ich da. Naja, gucken wir mal. Also Leon Pettard wäre eine Möglichkeit. Das bedeutet, ich fange jetzt einfach mal mit dem Roger an und dann gucken wir mal, entweder Leon Pettard oder aber na, Stuffing Academy ist natürlich auch geil, ne? Der hier wird jetzt nicht ganz so wirklich gut durchkommen. Das bedeutet, ich kann jetzt danach in der nächsten Stufe Stuffing Academy mit dem Roger nebendran spielen. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist hier gleich da vorne Ruhe angesagt. Weil der wird jetzt hier das Feld da vorne leer räumen. Jetzt muss hier noch ein bisschen zur Seite gepusht werden. Mit dem Kleiderschrank. So. It's not Rocket. Da kommt dann der Peter noch mit drauf. Wen haben wir denn? Domination CCS. Was ist denn CCS 369 JCR von Domination? So, dieses Match haben wir gewonnen. Kriege ich wieder 750. Schauen wir mal, ob ich heute die zweite Stufe packe. Müsste ja eigentlich drin sein, ja. 8500 muss ich ja nur erreichen. Dann wäre ich in der zweiten Stufe. Ich glaube nicht, dass mir die dritte Stufe gelingen wird. Das mit Sicherheit nicht. So, dann haben wir hier den Peter von Planet Express. Der kommt jetzt hier an mit einem Bandit. Tja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Das Problem ist, dass der halt hier gleich richtig reinballern wird, ne? Und das ist eigentlich was, was mir nicht so gut gefällt. 21 Angriff. Naja, jetzt blocken wir erstmal den Angriff, dann hoffe ich, dass er ein bisschen daneben schlagen wird in der nächsten Runde. Gut, ich werde jetzt hier mit der Lila, kriege ich den auf jeden Fall erstmal weg. Der Push von der Seite, damit ist das Thema auch schon wieder durch. Was passiert denn hier überhaupt? Revanche 22, 22. Ja, ist alles nicht so wirklich befriedigend. Ne? Hier käme er wenigstens so nicht durch. Geheilt würde die Gasattacke wieder vom Bänderbräu. Insofern, sage ich mal, ist das jetzt alles gar nicht so hochdramatisch aktuell einzustufen. Dann kann ich hier in die Snot Rocket spielen. Darauf kommt dann der Bobby oder. Müssen wir mal schauen. 18, 9. Ich könnte natürlich auch den. Komm, wir machen das jetzt hier. Und dann hauen wir ja schon genug Schaden da rein. Und dann ist das Ding hier auch durch. Da passiert jetzt echt nichts mehr. So, noch Tubat Gold und Feierabend. Für Peter von Planet Express 1. So, wie viel haben wir denn jetzt dafür? Wie viel bekommen wir denn jetzt? Vor eben haben wir 750. Jetzt kriege ich 870. 870 Cups, okay. Bin gerade am Überlegen. Ich gehe nochmal ganz kurz ins Deck rein. Das kann ich ja alles wieder dann rückgängig machen. Aber wenigstens mal ganz kurz ins Deck rein. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Und wir schauen mal ganz kurz, was habe ich denn aktuell hier noch an diesen da. Ja, die ist noch nicht richtig erforscht, die James Woods High School, deswegen habe ich die nicht mit drin.
Wenn der Eugene Belch, Fashion Wrestling, Lila, Leon Pettert, Louise, Mr. Business, Peter, Roger. Die habe ich alle noch drin. Shrimp Dress. Roger Sexy Shorts. Ja, aber Shrimp Dress, sage ich mal, macht jetzt in der Situation weniger Sinn als zum Beispiel die Liegestützen. Aber sonst noch irgendwas, wo wir sagen könnten, das macht Sinn, die jetzt noch so reinzunehmen. Stuffing Academy. It's not Rocket. Leon Pettert. Fashion Wrestling, Biegeschule. Wir lassen das jetzt mal so. Ich lasse den einen Bender da auch noch raus und auch noch die andere Tina raus. Ja, und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch rausholen können aus diesem Schrimpdress, denke ich mal, ist gar nicht verkehrt, dass ich das jetzt rausgenommen habe. Bringt momentan eh nicht ganz so viel, sage ich mal, hier an der Stelle. Ich schaue jetzt einfach mal. Jetzt müsste ja rein theoretisch, wenn ich das. Ja, gewinne, verliere. Gucken wir mal. So. Zweiter Account lasse ich jetzt einfach mal raus. Ich habe gesehen, ihr habt ja. Leider habe ich ja zwei Dislikes bekommen. Nur ein einziges Like auf das letzte Video war eigentlich sehr viel, viel Arbeit reingesteckt in dieses Video. Und dann kriege ich drauf für zwei Dislikes. So, deswegen lasse ich jetzt einfach meinen zweiten Account raus. Mache jetzt nur meinen ersten Account hier. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob es damit zusammengehangen hat. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja, das ist eine nicht so schöne Frage. 14:33. Rein theoretisch wäre nach zwei Runden hier tatsächlich die Karate-Lois auch schon down. Eigentlich jetzt schon, ja. Mr. Business. Machen wir den Mr. Business. Das hier wäre Xerxes. Puh. Ich fange jetzt mal an mit dem Stewie und dann gucken wir mal, was passiert. Der Xerxes, der wäre eher. Oh. Oh. Das ist natürlich weniger gut jetzt gelaufen. Das ist jetzt nicht wirklich gut gelaufen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch irgendwie hier mit durchkomme. Ja, es reicht nicht mehr. Okay, das Match gegen Quinlan von Free to Lose habe ich verloren. Das war, hat ein bisschen noch gefehlt. Wenn da vorne die Karate Lois down gewesen wäre, dann hätte das ganz gut funktioniert. So leider nicht. Naja, was willst du machen? Brauchen wir gar nicht mehr weiterzuspielen. So. Ich will mal vorstellen, da sagen die so ab Stufe 25. Kommen die 10% dann drauf? So weit komme ich gar nicht. Ich komme gar nicht bis Stufe 25. Da bin ich weit entfernt von. Frag mich, wie das dann funktionieren soll. Aber na gut, also. James Woods High School wieder mal. Und jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich jetzt aktuell nicht einschätzen kann. Was wird kommen? Ich fange jetzt einfach mal mit dem Irate Lobster an. Ja, und das war's, würde ich mal sagen. Weil gegen eine schlimme Tina mache ich jetzt nichts mehr. Das Ding ist durch, das kann ich jetzt schon wegskippen. Schlimme Tina auf 1 ist vorbei. Wenn du keine Kombos hast, keine Chance, kannst nichts machen. Und wenn die erstmal zwei Runden gelebt hat, dann ist sie durch. So, aber trotz allem habe ich den Meilenstein erreicht, den zweiten. Juhu.
Dann gucken wir mal, was kommt jetzt hierbei raus. Ja. Noch vier Angriffe habe ich. Ja, ich denke nicht, dass ich Stufe 3 erreichen werde. Das glaube ich einfach nicht. So. Also, Markus von Glorious Golden Assassins müsste das, glaube ich, sein. Ist das richtig? Leute. Marmalade, Marmalade, Marmalade. Marmalade ist eine tolle Möglichkeit. Wir fangen mal jetzt an mit dem Roger und dann gucken wir erstmal, was er aus dem Mr. Business macht. Den Two-Butt Goat macht er aus Mr. Business. Das ist jetzt weniger erfreulich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir bleibt eigentlich fast nichts anderes übrig. Ja. Welche Alternativen habe ich denn überhaupt? Ich habe nicht viele Alternativen. Wenn ich das hier mache, dann habe ich einen 32 Angriff. Dann bleiben bei ihm noch 17 übrig. Das wird nicht reichen. Wenn ich das hier mache, bin ich in zwei Runden down. Ich muss hier den Schwarzbrenner Roger tatsächlich jetzt am Anfang spielen. Auch wenn es mir ganz und gar nicht gefällt, aber ich habe keine Alternative. Jetzt kommt er mit dem Josh da an. Und eigentlich sollte das jetzt hier funktionieren. Biegeschulabschluss gegen Marmalade. Roger Sexy Shorts jetzt mal hier nebendran erstmal. Nochmal blocken. Ja. Komme ich hier von der Seite mit dem Push und jetzt sollte ich hier auch durch sein. Jawohl. Jetzt hätten wir natürlich das, warum ich die gerade mit reingenommen habe. Die Flügelmutter Lila. Und die wird jetzt hier ihre gewaltige Kraft mit einsetzen. Ich hätte natürlich auch den Kleiderschrank auf die Lila spielen können, aber. Jetzt haben wir es so rum gemacht. Jetzt bin ich erstmal wieder da mit 750 Punkten. Müssen wir mal schauen. Ich jetzt 750. Erstmal gucken, wo lande ich jetzt überhaupt. Ja, es könnte unter Umständen, wenn ich jetzt noch dreimal 750, das wären 1500, 2000. Dann könnte ich rein theoretisch das morgen tatsächlich noch schaffen, in diese dritte Stufe reinzurutschen. Aber das glaube ich irgendwie nicht so wirklich. Aber schauen wir einfach mal. Aber dazu müsste ich natürlich jetzt das hier. Jetzt kommt wieder gegen Wenglish. Kommt wieder diese super tolle Situation zustande. Ich habe wieder keine Charakterkarte jetzt hier. Bin gezwungen, mir jetzt irgendwas zu überlegen, was theoretisch eventuell. Ich habe zwei Rogers im Deck, Stuffing Academy, ich habe einen Bobby, vielleicht bringt mir das ein bisschen was hier. Eine Louise, auch nicht verkehrt an der Stelle. Princess Little Pitties wäre auch ganz gut. Ich spiele jetzt erstmal die Louise hier nebendran. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt kommt, oh, jetzt wird es langsam interessant. Okay, mit der Lila, weil jetzt habe ich diverse Optionen zur Verfügung. Natürlich möchte ich nicht, dass mir meine Lila wegfliegt. Das soll nicht passieren. Aber ich könnte das hier machen. Das ist, muss ich mal gucken, was die Louise mit. Oh, die Louise mit den Liegestützen. Sollte ich auch schnell noch erforschen. Ich habe die jetzt einfach mal reingenommen, die Liegestütze. Louise mit den Liegestützen ist auf jeden Fall eine interessante Karte. So, jetzt wird erstmal hier ein bisschen. Oh nein, das war jetzt natürlich sehr ärgerlich. Das war jetzt sehr ärgerlich. Der tut mir jetzt auch ein bisschen weh da vorne. Aber nichtsdestotrotz sollte jetzt zumindest mal die weg sein. So. Jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Jetzt muss ich hier mit dem Kleiderschrank. Muss erstmal gucken, dass wir hier irgendwie dieses Match noch über die Runden retten. Hier komme ich jetzt mit Bürgerkriege noch an. Eventuell habe ich ja Glück.
Und eventuell gewinne ich dieses Match auch so noch. Müssen wir mal schauen, was jetzt passiert. So. Also in der Regel sollte das jetzt durch sein. Habe ich auch geschafft. Sehr gut. So, 870. Das sind wichtige, wichtige Punkte. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal zurückgehen. Weil das macht auf jeden Fall Sinn, jetzt die nochmal schnell zu schauen, was bei den Liegestützen eigentlich hier aktuell fehlt. Jetzt bin ich bei 10.400. So, dann gucken wir da mal rein. Ja, das ist alles hier. Macht aber jetzt. Ah. Das ist jetzt natürlich. Das Problem ist, dass mir das Spiel wieder abstürzen wird, wenn ich das anders mache jetzt hier. Ich muss jetzt mal. Wir müssten jetzt echt einfach mal ganz kurz. So, ich mache jetzt mal nochmal so. Einen da nehme ich davon noch. Jetzt müssen wir halt ein paar Mal da draufklicken. Ihr seht, wie lange das hier dauert. Und das ist nicht schön. Und ihr seht auch, die James Woods High School ist hier gerade jetzt in der Erforschung. Deswegen habe ich die noch nicht im Deck, weil noch zu wenige Kombos erforscht sind. Bin gerade erst, habe jetzt gerade erst mit den Mythics angefangen. Aber das muss ich machen, weil soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, aus dem Stegreif heraus kommt die Dodgeball Louise dabei raus. Und die Dodgeball Louise ist eben auch eine Karte, die durchaus in der Lage ist, ein Match alleine zu gewinnen. Aus dem Grund bin ich eigentlich gezwungen, tatsächlich das jetzt hier so zu machen und mir diese Combo noch schnell zu sichern. Müssen wir mal gucken. So, 12, 11, 10. Ist das nicht schön? Ihr könnt ja weiter nach vorne spulen. Ihr habt ja den Vorteil. Ich kann leider nicht in der Zukunft nach vorne spulen. Wenn, dann würde ich das jetzt wahrscheinlich tun. Ja. So, mit jedem Klick kriege ich da wieder ein paar Dislikes hier drauf. Ja. Das riskiere ich jetzt einfach, weil ich muss tatsächlich jetzt hier diese Combo erstmal haben. Ich kann ja dann dreimal auf 8 klicken. So, Forschung abgeschlossen. Wenn ich da hinten das mit der Werbung mache, stürzt mir das Tablet ab. Das funktioniert aktuell irgendwie nicht wirklich. Keine Ahnung warum. Habe ich aber auch schon ein paar Mal im Forum bei anderen Leuten gelesen. So. Da haben wir die Präsentation. So, und jetzt müssen wir schauen hier. Jetzt machen wir mal hier auf Sport. Und da haben wir die Liegestützen. Und es sind zwei Stück. Aber der Stewie ist da, soweit ich das jetzt einschätzen kann. Ja, das ist natürlich auch normal. Natürlich jetzt auch ärgerlich, ne? Also, weil. Jetzt machen wir es so: erstmal eins, zwei. Komm, 2, 3. Jetzt müssen wir noch 24 Mal draufklicken. Und dann sind wir hier auch soweit, dass wir die Dodgeball Louise, ich glaube, es müsste die Dodgeball Louise sein, dass wir die dann auch mitspielen können. Es wäre einfach schade, diese Kombo-Möglichkeit hier jetzt ungenutzt zu lassen, gerade wenn es jetzt hier um sowas geht wie dieses Event. Da müssen wir mal jetzt mal 2 Minuten einfach mal da auf das Knöpfchen drücken. Ich glaube, die Zeit haben wir. Wir haben jetzt, gut, wir haben 19 Minuten jetzt momentan bei dem Video. Das letzte Video ging ja knapp eine Stunde. So, dann sind wir auch gleich schon durch. Noch 3 Klicks und dann haben wir es geschafft. Und den letzten Klick noch. Juhu! So.
Schauen wir mal, müsste die Dodge Poli sein. Glaube ich. Klassische Louise-Kombo. Und? Nein! Freezer Dome Louise! Ach scheiße, siehst du? Freezer Dome Louise, das ist natürlich. Ja, dann hätte ich mir das auch sparen können. Die Freezer Dome Louise ist jetzt nicht gerade dieser Oberbringer. Naja gut, ich nehme jetzt nochmal die Liegestütze rein und dann packen wir hinzu. Den habe ich wenigstens in 2 Tagen auch noch mit erforscht. Macht ja schon Sinn, die wenigstens mal im Deck zu lassen. So, ja, ein bisschen schade jetzt natürlich schon, aber gut. Alles klar, dann lassen wir es halt. Ja, sorry, tut mir leid, haben wir jetzt überflüssigerweise gemacht. Freezer Dome Louise ist es ja. Ah. Na gut, okay, also. Wir gehen jetzt hier rein und machen die letzten zwei Matches und gucken mal. Müsste ich ja normalerweise irgendwo bei 12.000 zumindest landen. Und dann brauche ich noch 6.000 morgen. Und dann hätte ich rein theoretisch eben das zusammen. Ne? Jetzt müssen wir mal schauen. Mr. Business. Da kommt hier vorne Benders Ducklings bei raus. Und Tina Tackle wäre der Tiegel. Habe ich irgendeine andere Alternative? Was macht am meisten Sinn? Aktuell den Bender erstmal zu spielen. Wir spielen jetzt erstmal den Bender, dann schauen wir mal, was er macht. Er macht das da. Okay. Und mit dem komme ich jetzt natürlich nicht durch. Das ist jetzt wieder mal super ärgerlich, das Ganze. Ja, dann muss ich hier schon gleich auf der 2 jetzt auf Angriff gehen. 21 ist natürlich auch mega übel, ne? 21 ist echt übel. 21er Push. Muss ich jetzt zusehen, dass ich all der Vater da stehen so schnell wie es geht jetzt hier wegbekomme. Das ist wieder mal super, super, super. Guinness. Ja. Ja gut, das ist jetzt schon mal gut gelaufen, sage ich mal. 62 Angriff macht er inzwischen. Genia Pick in Space. 62 Angriff. Kommt denn jetzt dieser ganze Angriff her, Leute? Jetzt bin ich doch ein klein wenig irritiert. Also ich sag mal so, das ist 62 Angriff. Hä? Jetzt haben sie mich aus dem Konzept gebracht. Also, da war kein Grace drauf. Die nebendran hat jetzt auch nicht so unendlich viel gepusht. Der Charakter hat nichts gehabt zum Pushen. Kommen da 62 zustande? 62 Angriff. Das muss ich mir im Video nochmal angucken. Also, dann haben wir hier Peter. Eugene Belcher. Eugene Belcher. Eugene Belcher. Und ich denke, Eugene Belcher. Dann machen wir es mit dem Irek Lobster erstmal. Dann gucken wir erstmal, was passiert. Irek Lobster. Na, alter Vater. Ist this your fucking Ernst? Ausschlag 4, einmal anfeuern. 47 Angriff. Faustschlag 4. So. 8 Stück, also 26. 26 Angriff. 18 bleiben übrig.
Reicht es, um den Peter zusammenzubekommen? Das ist jetzt hier die große Frage. Ich mach's anders. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ich mache jetzt das Hasenkostüm erstmal. Alter Vater, das hat auch gerade so überlebt jetzt hier. Jetzt muss ich versuchen, hier über die Gasattacke. Aber das bringt mir alles nichts. Das Ding. Running Back Hank auf 1. Mein lieber Scholli, hätte ich doch besser den Peter versucht. Gute Frage, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten. Aber das sind genau diese Geschichten, die ich jedes Mal anspreche. Du kannst alles Mögliche kannst du in den Griff bekommen, aber eine starke First-Hitter-Combo, wenn die da gleich am Anfang ist. So, jetzt haben wir es gesehen gerade. Ich brauche tatsächlich morgen nur noch 6.000. Und dann wäre ich irgendwo beim nächsten Milestone mit dabei. Die 6.000 werde ich ja wohl mit den 8, ja, oder 750, sagen wir mal 750 im Schnitt. Mal 8 wird eng. Geht einigermaßen vielleicht. So, jetzt haben wir, gucken wir mal hier, die Liste momentan durch Pete, Ledjace, Chad Ballas, Maghead, Ren, Stimpy, Error, Warhammer, jetzt momentan erstmal auf der 11. Vorhin noch, bevor die nächste Runde angefangen hat, war Warhammer bei mir auf 97 oder so. Neo the Dead, Sin Muncher, Pop-Up, Heisenberg, Impuls, Beastmaster, Flimflam, Pinolo, Seahawks, Maestro, Jerry, Hussy, Killer Kai, Traitor, Sami, Nate, Alien Muncher, Dr. Lovebone, Freshman, Black Rambo, Warhol Bat, Warhol Bot, Red Dragon, Anthony Relief, O-Dog, The Dude, Dr. Petty, Domian, Jay Caustic, Dante, Ricky, George, Peanut, Thumper, Norman, Brandon, Frazen, In the Shadows, okay. Also momentan geht die Top 100 bis 40.000. Und wie man sieht, von meiner Punktzahl her, ich werde mit Sicherheit nicht in die Top 1000 einziehen. Das glaube ich nicht. Ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.